Ja, herzlich willkommen zum Webinar, wie jeden Montag um 20:30 Uhr. Heute geht es auch wiederum um ein spannendes Thema. Ich denke, so wie jede Woche heute geht es darum, warum überhaupt Veranstaltungen, warum sollen Menschen, die im Marketing sind, überhaupt bei Veranstaltungen teilnehmen? Und da gibt es unterschiedlichste Gründe. Die meisten Leute denken sich, wenn sie keinen Erfolg haben, sie gehen nicht zur Veranstaltung, sondern sie gehen nur hin, wenn sie Erfolg haben. Ich glaube, dass es genau umgekehrt sein sollte. Die Menschen sollten, wenn sie keinen Erfolg haben, zu Veranstaltungen gehen, damit sie gerade mit den Erfolgreichen ein bisschen Schulter reiben, dass sie sich anhören, die Geschichten, warum Erfolgreiche gerade jetzt Ränge erreichen, Umsätze generieren, das Team sich deutlich vergrößert. Also, für mich war es spannend, in den Anfängen auch mich irgendwo international mit Menschen zu umgeben und Menschen zu treffen, die schon deutlich weiter waren von den Rängen. Ich bin hingegangen, ich habe die auch gefragt, was waren deren größte Fehler, die sie gemacht haben, damit ich nicht die gleichen Fehler machen muss. Ich habe auch gefragt, was sind so die besten Dinge, die sie gemacht haben, damit das Team schneller wächst und besser wächst und dass mehr Erfolg entsteht. Das heißt, wenn der Erfolg nicht da ist, dann geh dorthin, wo Erfolg ist. Hol dir die Informationen. Gerade im Network Marketing ist es so, dass jeder gern seine Informationen weitergibt und nicht irgendwie nur für sich behält. Und das ist der große Vorteil. Und wenn du Erfolg hast, dann geh zu den Veranstaltungen, dass du anderen die Möglichkeit gibst, kennenzulernen, was dein Erfolg in dem Moment ausmacht. Deine Energie, vielleicht Ansprache von Menschen, vielleicht auch die Art und Weise, wie du auf Menschen zugehst, vielleicht auch die Art und Weise, was deine Einstellung ist, warum gerade der Erfolg stattfindet. Und bei Veranstaltungen wird es immer die zwei Gruppen geben. Die einen, die gerade Erfolg haben und die anderen, bei denen es nicht so funktioniert. Und ich finde es so wertvoll, dass man einfach davon profitiert, dass gerade Leute gibt, die gerade Erfolg haben, die gerade wirklich Ränge in die Höhe gehen, die gerade gutes Geld verdienen. Und da kann man sich jede Information abholen, dass man so schnell wie möglich den Anschluss schafft. Das ist so wie beim Radrennen. Wenn welche im Windschatten fahren, weil sie gerade nicht die Kraft haben, ist es toll. Wenn jemand abreißt, was machen die? Das Team lässt sich oft zurückfallen, holt den einen wieder ab und in der Sogwirkung geht es dann nach vorne wieder, dass man vorne mitfahren kann. Das Gleiche ist auch im Network Marketing. Jeder im Team ist herzlich willkommen, sich alle Informationen zu holen, um so schnell wie möglich an die Spitze ranzukommen und dort dabei zu sein, weil dort macht es besonders viel Spaß. Ich glaube, diese Stärke im Team auch zu nutzen, gerade bei Veranstaltungen, wenn man Gäste mit hat. Egal, ob man gerade selbst gute Energie hat oder nicht so gute Energie hat. Wenn Gäste bei Veranstaltungen, und wir merken es ja selbst bei den Wien-Veranstaltungen, die wir jede zweite Woche haben, 70, 80% von denen, die als Gäste dort sind, steigen sofort ein. Das heißt, die Einstiegsquote ist deutlich höher als bei einem 1-zu-1-Gespräch oder bei einem Gespräch zu Hause. Und darum, jeder, der sagt, Veranstaltungen oder bei mir gibt es nichts in der Nähe, dann kreiere eine Veranstaltung, beginne. Und wenn es zu Hause ist, lad 5 Leute ein zu Hause. Wenn diese 5 Leute nächstes Mal jeder einen Gast mitnehmen, dann habt schon 10 Leute. Und wenn das zu Hause zu klein ist für die Veranstaltung, dann ist der richtige Moment, irgendwo einen Raum zu mieten. Und dass der Raum dann so richtig voll wird, kann ich auch jedem nur raten, zu Hause kleinere Veranstaltungen zu machen, wo man wöchentlich oder vielleicht sogar zweimal die Woche Leute zu Hause einladet, auch seinen neuen Partnern die Chance gibt, zu Hause Gäste mitzunehmen. Und wenn das alles sich jede 2 Wochen dann bei einer Veranstaltung trifft, dann geht es wirklich so dahin. Ich weiß jetzt schon für morgen, wir werden sicherlich jetzt schon 30, 40 Anmeldungen. Das heißt, ich freue mich riesig, dass der Raum irgendwann zu klein ist, dass wir die 100 Leute nicht in den Raum bringen, dann werden wir uns ein neues Hotel suchen und dann noch größer wachsen. Aber wie ist das Ganze entstanden? Einfach mit der Vision, auch von mir. Wir machen Räume ganz voll und nicht nur bei einer Location, sondern in jeder Stadt, in jedem Land, international ganz, ganz groß. So wie McDonald's es sagt, in jeder Stadt eine Filiale. Und das ist so der Grundgedanke und das macht echt Spaß, so groß zu denken. Und das ist auch der Grund, warum ich begonnen habe, selbst mit Präsentationen zu Hause, aber auch extern. Aber ich mache morgen wieder bei jemand aus meinem Team eine Präsentation zu Hause mit 6 bis 12 Leuten um 11 Uhr am Vormittag, am Abend um 19 Uhr aber die Veranstaltung in Wien. Das heißt, es gibt für mich immer diesen Rhythmus des Geschäfts und ich sehe, wo Menschen zusammenkommen, ist mehr Energie vorhanden.
Und das ist eigentlich, was ausmacht. Was noch große Stärke ist bei Veranstaltungen, dass unterschiedlichste Menschen auch auf der Bühne stehen. Gerade mit der neuen Präsentation, die wir haben, die man sektorenweise ja aufteilen kann auf unterschiedliche Menschen, weil vielleicht reflektiert nicht jeder auf mich, aber dann steht jemand anderer auf der Bühne und dann sagt die Person vielleicht, dieser Gast, boah, diese Person hat mich total inspiriert. Der hat mir total gefallen, denn seine Aussagen haben gepasst und, und. Und wenn unterschiedliche Menschen auf der Bühne stehen, sehen auch die Gäste, Achtung, da gibt es unterschiedliche Charaktere. Der eine ist mehr Promoter, der andere ist halt mehr Analytiker, weiß mehr über die Produkte oder Sonstiges. Das heißt, man kann Gästen auch zeigen, dass man unterschiedliche Charaktere in sein Team bekommt im Laufe der Zeit und dass jeder willkommen ist, jeder herzlich willkommen ist. Und noch eine Stärke von einer Veranstaltung, wenn jemand im Nachhinein Fragen hat, die vielleicht du selbst gar nicht beantworten kannst, dann kann sie irgendjemand im Raum beantworten. Und was auch toll ist, die ganzen Testimonials auch von den Produkten, aber auch natürlich vom Geschäft, die im Raum vorhanden sind. Das ist das Tolle, dass jemand, der Gast ist, zu 3, 4 Leuten hingehen kann und sagen kann, wie hast du begonnen, was hast du gemacht, was hast du für einen Beruf, warum hast du dich für Network Marketing entschieden, was hast du für Ziele, für Visionen. Und wenn er so 3, 4, 5 Antworten bekommt, dann sieht er einfach, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Ziele haben, aber mit dem gleichen Vehikel. Das heißt, es funktioniert für jeden, der gleiche Bus, um vom A nach B zu kommen, egal ob er schwarz-weiß ist, ob er 20 oder 70 ist, der Bus fährt von A nach B, Richtung Erfolg. Und das ist das Tolle, dass sich da jeder anschließen kann, jeder integrieren, involvieren kann. Und das ist das Spannende. Was noch wichtig ist bei Veranstaltungen, es ist nicht mehr von uns alleine abhängig. Das heißt, wenn jemand in unserem Team ist, der vielleicht deutlich besser ist als wir, der 10, 20, 30 Leute pro Woche oder pro 2 Wochen zur Veranstaltung bringt, dann kann unser Team wachsen, obwohl es nicht mehr an uns liegt. Auch wenn letzte Woche zum Beispiel, ich war an dem Tag, wo Veranstaltung war, bin ich 140 Kilometer mit dem Rad gefahren, 2000 Höhenmeter, ich war am Berg unterwegs. Und wie ich dann gesehen habe, wie viele Leute da in den Raum waren, von den Fotos her, was da passiert ist, wie ich gesehen habe am nächsten Tag, wie viele Leute eingeschrieben wurden und, und. Das war für mich einfach beeindruckend, dass es wirklich durch Veranstaltungen extremen Freiraum bekommt. Dass jeder, der gerade nicht da ist, weiß, dass sein Team vielleicht an diesem Tag gerade wächst, dass neue Partner entstehen im Team, dass das ganze Vehikel wächst und dass es nicht von uns abhängig ist. Das ist das Gleiche auch bei diesen Webinaren. Wenn ich einmal nicht kann, dann macht die Julia oder macht die Heidemarie oder macht der Josie oder macht halt Martina oder irgendjemand macht halt dann das Webinar. Das heißt, auch da, jeder kann lernen. Wir nehmen es auch auf, so wie jetzt, weil ich weiß, dass heute gerade einige Veranstaltungen haben und die freuen sich, dass die sich das im Nachhinein morgen anhören können. Und das ist, glaube ich, das Schöne an den Veranstaltungen, dass ein Wachstum da ist und nicht vom Einzelnen abhängig ist, aber von der Gemeinschaft, dass die richtige Energie ist. Vielleicht auch noch ein paar Worte, wie sollte die eigene Einstellung sein zu diesem Thema Veranstaltung? Erstens, ich gehe immer hin. Das ist so wie zum Klavierunterricht. Wenn ich nicht hingehe, wäre ich nicht besser. Wie zum Tennisunterricht. Wenn ich nicht hingehe, wäre ich nicht besser. Wenn ich hingehe, kann ich profitieren. Kann ich mehr Energie bekommen, kann eine andere Einstellung bekommen, kann vielleicht den einen oder anderen Tipp bekommen, der es im Endeffekt dann ausmacht. Wenn ich schon hingehe, wenn ich Gäste habe, was hätte ich dann am liebsten, dass er gute Energie ist? Das heißt auch von denen, die gerade keinen Gast haben, wo der Gast vielleicht 10 Minuten vorher abgesagt hat. Gute Energie einfach mitbringen, kein Schauspielen, sondern ehrlich einfach in einer Gemeinschaft dabei sein, wo es Spaß macht, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und einfach dann dort mithelfen, wenn man keinen Gast hat, wo Gäste zu viel vorhanden sind, wo jemand vielleicht 5, 6 Gäste dort hingehen, sagen, kann ich irgendwo mithelfen? Kann ich helfen bei Informationsgebung? Kann ich helfen beim Einschreiben? Kann mich erinnern, vor ein paar Wochen, da haben wir dann mein iPad und der Martina ihr Tablet noch genommen und Laptop von uns. Und irgendjemand ist überall eingeschrieben worden, weil der, der eingeladen hat, gar kein Werkzeug mit hatte, die Leute einzuschreiben. Und das ist so schön in der Gemeinschaft, das gemeinsame Wachstum dann wirklich da voranzubringen. Habt ihr spezielle Frage zur Veranstaltung, wie ihr beginnen solltet oder vielleicht auch noch ein Input zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe? Dann schaltet auf Lautsprecher, könnt ihr gerne melden oder was dazu sagen. Nee, alles gut, Markus. Gerhard, Entschuldigung.
Alles gut, alles soweit klar. Ich meine, wir haben ja die Präsentation, einfach nur tun und umsetzen jetzt, ja, ist klar. Ja, ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, weil die anderen sehen dann auch, wenn man es regelmäßig macht. Manche denken sich auch, okay, jetzt hast du am Anfang irgendwann mal eine Veranstaltung, da kommen nur 10 Leute, dann hast du eine zweite Veranstaltung, kommen nur 5, dann hast du noch eine Veranstaltung, kommen nur 2. Ich habe das vor 18 Jahren alles durchgemacht. Ich habe Veranstaltungen gehabt, da ist kein Mensch gekommen. Ich habe meine Upline angerufen, was soll ich tun? Und der hat gesagt, mach den Vortrag. Wenn du jetzt übst vor 0 Leuten, von leeren Sesseln, du stehst jetzt eh schon dort, hast die Produkte aufgebaut, wenn du jetzt übst für dich, dann wird dir das Universum auch helfen, dass irgendwann Hunderte oder Tausende Leute vor dir sitzen und dann kannst du froh sein, dass du geübt hast und dass du damals vorgetragen hast, wie keiner da gesessen hat. Weil du wirst nur besser durchs Üben. Und genau das habe ich auch gemacht. Ich habe immer meine Vorträge gemacht, ob da 3 Leute waren oder 30 Leute oder 300 Leute. Und das haben auch meine Teamleader gesehen. Was machen die jetzt? Die beginnen mit Vorträgen. Die machen ihre Vorträge dort, wo sie sind. Sie machen Webinare. Sie arbeiten mit dem Team intensiver. Das heißt, auch das dupliziert sich. Das heißt, Führungskräfte gehen voran und machen die Dinge einfach auch weiter, auch wenn gerade das Gefühl ist für manche, naja, warum macht er das eigentlich? Führungskräfte wissen warum. Die gehen voran, weil sie wissen, wo es hingeht. Und darum kann ich jedem nur raten, schnappt eure paar Leute, beginnt einmal zu Hause mit regelmäßigen Treffen. Es spornt auch an, wenn man was zu zweit oder zu dritt macht, weil wenn du mal keinen Gast hast, hat vielleicht jemand anderen Gast. Macht eure Webinare mit euren Teams, helft den Teams auch zusammenzuwachsen, zusammen vorangehen, auch den einzelnen Teammitgliedern zu erkennen, dass sie nicht schwach sind oder etwas nicht können, sondern dass es ein Beruf ist, Network Marketing, wo man vielleicht auch einmal 3, 3,5 Jahre braucht, wie eine Lehre, es zu lernen können und nicht, dass es nach 2 Wochen funktioniert. Also, ich kenne niemanden, der in seinem Lehrberuf nach 3 Wochen so gut ist wie sein Meister. Und ich glaube, dass das gleiche im Network Marketing ist. Und umso größer die Veranstaltung, umso größer der Nutzen, den ihr euch abholen könnt. Umso größer der Aufwand es ist, hinzukommen, umso mehr nehmt ihr meistens mit, weil ihr ja wisst, es hat Geld gekostet, hat Zeit gekostet und und. Wenn wir jetzt in ein paar Wochen, 18. bis 20. Oktober in Frankfurt, eine Seizure-Veranstaltung, wo ein Tag Führungskräfte, die Emerald sind oder Diamanten sind, euch Informationen weitergeben, warum sie schon hunderte oder tausende Leute in ihrer Struktur haben und noch gar nicht so lange dabei sind teilweise. Und dann haben wir noch am Sonntag auch noch Bob Proctor, der uns einfach mit Mindset hilft, größer zu denken, anders zu denken, auf eine andere Frequenz zu gehen, weil oft liegt es ja an uns, warum wir uns große Dinge nicht vorstellen können und deswegen diese großen Dinge gar nicht in unser Leben treten. Und diese Veranstaltung zahlt sich sicher aus. Sie ist in Frankfurt, man kommt sehr, sehr gut hin, man kommt günstig hin, man kann gemeinsam im Auto hinfahren, man kann einen Flieger nehmen, die Flüge kosten, ich habe jetzt gebucht, 149 Euro hin und retour, das heißt, da braucht man im Auto gar nicht fahren, weil sie ja von den Kosten sich gar nicht rechnen, mit dem Auto zu fahren. Das heißt, und wenn jemand wirklich sagt, zahlt sich das aus, ist die Investition zu einer Veranstaltung, nicht nur die, die jetzt im Oktober ist, sondern generell, zahlt sich das aus, dorthin zu gehen, dann kann ich euch nur Folgendes sagen. Ich habe Leute, die überlegen sich manchmal, soll ich die 15 Euro Eintritt zahlen bei der Veranstaltung in Wien und hingehen, wenn jetzt gerade meine Gäste nicht da sind oder abgesagt haben? Na, gerade dann. Im Kino zahlst für Kinokarte und Popcorn mehr als 15 Euro und hast 1,5 Stunden, wo du dich berieseln lässt. Da geht es darum, wo du 15 Euro oder vielleicht mehr zahlst, keine Ahnung, oder bei Proctor Event oder Linda Proctor Event jetzt in Frankfurt ist ja ein Seizure Event und nicht ein Proctor Event. Dieser Seizure Event kostet jetzt 149 Euro die Eintrittskarte. Und wer es jetzt nicht kauft, der zahlt halt 199 nach dem 15. September. Völlig egal, wenn dich das dorthin bringt, dass du irgendwann einmal 5.000 oder 10.000 in deinem Monat, im Monat verdienst, dann hat sich die Investition gelohnt. Ausgaben sind Investitionen fürs Leben. Und wenn ich mal denke, wenn ich mit dem Auto abgeschleppt werde, weil ich falsch parke und zahle dafür 300 Euro, dann ist das Deppensteuer. Das ist wirklich rausgeschmissenes Geld. Wenn ich aber diese 200, 300 Euro verwende, auf eine Veranstaltung zu gehen, wo ich mein Leben verändern kann und wenn ich damit nicht reich werde, als Person so wachse, dass ich eine bessere Beziehung habe, nicht nur zu meiner Partnerin, auch zu meinen Kindern, zu anderen Menschen, dann hat sich das ausgezahlt, dort hinzugehen. Und das ist das Spannende, ganz einfach, wo ich sage,
wenn man mehr sich machen möchte, wachsen möchte, nicht nur persönlich, sondern auch vom Finanziellen, dann sind Veranstaltungen das Um und Auf. Einfach teilzunehmen, aktiv zu sein, einfach zu schauen, was kann ich meinem Team bieten, damit da was weitergeht. Da habe ich noch so ein Beispiel. Ich habe heute Morgen was angeschaut vom Grant Cardone. Und da hat jemand, war auf dem Seminar von ihm und hat ihm nachher gefragt, ja, ich bin jetzt Student, ich habe 3.000 Dollar und in was investiere ich das am besten? Also in welche Aktien oder Immobilien oder sonst was, hat er gesagt. Das Wichtigste ist, investiert es in dich selber. Diese ganzen 3.000 Dollar investiert ihr in dich und nur dann kannst du wachsen. Und dann hast du am Ende mehr Geld, um das in andere Dinge zu investieren. Und das ist vielleicht jetzt da auch so, um auf Events zu gehen. Super, Simone. Gratulation. Ich weiß, dass ihr als Familie ja gesagt habt, wir sind auf jeden Fall alle dort. Ich glaube, ihr habt auch schon einen Gast mit. Das ist super. Ich habe auch gerade rausgeschickt an meine Leute, welchen Flug ich genommen habe. Und das Witzige war, ich habe jetzt ein paar WhatsApp bekommen, wir sitzen im gleichen Flieger. Das heißt, es geht wieder nur darum, die werden alle nicht geflogen. Für sich selbst tun sie es nicht. Aber mit mir sitzen sie gerne im Flieger. Die Leute sollten das für sich selbst tun und nicht mit mir im Flieger. Sollst du mir nach Hause kommen auf eine Flasche Wein, ist wahrscheinlich angenehmer, als mit dem Flieger herumzufliegen. Die soll dorthin gehen, dass sie sich persönlich weiterentwickeln. Und um das geht es eigentlich. Aber das Wichtige, was man daraus sieht an dieser Aktion ist, wenn jemand vorangeht, die Leute wollen ja, sie wollen sich entwickeln, sie wollen mehr Geld verdienen, sie trauen sich oft nicht allein. Aber wenn jemand vorausgeht, dann gehen Leute nach. Man sieht es oft bei einer Tanzveranstaltung. Keiner geht auf die Tanzfläche. Dann geht der Erste auf die Tanzfläche. Was passiert? Der Zweite traut sich. Und wenn einmal 10 auf der Tanzfläche sind, dann stürmen alle hin. Weil dann bist du in der Menge irgendwo, keiner sieht dich, das geht, dann machen dann alle mit. Aber es muss nur ein paar geben, die einmal vorangehen. Und wie Simone gesagt hat, Dankeschön, ja, es muss einmal in die eigene Persönlichkeitsentwicklung investiert werden. Wenn ich mich persönlich entwickle, dann kann ich auch leichter vorausgehen, dann habe ich die richtige Einstellung, dann ist mir vielleicht manches egal, was andere sagen, sondern ich gehe einfach mal und dann werden sich Leute finden, die mitgehen und dann kann das Ding so richtig groß werden. Und nie aufhören zu gehen, nie aufhören, in seine persönliche Weiterentwicklung zu investieren. Das ist das beste Investment, was man tun kann. Dann hast du immer Ideen, dann geht es immer weiter, dann kommst du immer voran, dann gibt es keinen Stillstand. Und wenn das dann andere auch machen aus dem Team, stellt euch vor, jetzt 10 Leute mit bei so einer Großveranstaltung, egal ob das jetzt das Sisha Event in Frankfurt ist oder eure Veranstaltung bei euch zu Hause oder irgendwo in einem Veranstaltungsort, wo irgendjemand vortragt, wo jemand, der hingeht, einen Mehrwert erlebt. Wenn da 10 Leute hingehen, dann könnt ihr sicher sein, dass daraus der eine oder andere im Laufe der Zeit genauso zum Visionär wird. Und wenn es nicht bei der einen Veranstaltung ist, dann braucht er vielleicht 2, 3, 4. Wenn er aber ständig dran bleibt, irgendwann ist er die eine Führungskraft in eurem Team. Und eine Führungskraft am linken Ast und eine Führungskraft am rechten Ast und das gemeinsam mit der Energie des ganzen Teams. Wo das hingeht, erleben wir jetzt in manchen Teams. Und es ist wirklich enorm. Was ich jetzt am Wochenende erlebt habe, wie viele Leute ins Team gekommen sind, von Leuten, die ich dort vor 2 Jahren noch gar nicht gesehen hätte, aber die haben fast bei jeder Veranstaltung teilgenommen, wo es nur möglich war. Die haben Bücher gelesen, die haben in bestimmte Seminare, Webinare Zeit investiert, aber auch Geld investiert. Und das ist der Grund, warum jetzt der Erfolg eintritt. Und die gehen aber auch voran. Es ist nicht nur Theorie, sondern Theorie in die Praxis umgesetzt und beginnen jetzt ihre eigenen Teams zu begleiten. Und das ist dann spannend. Wenn man dann nicht jemandem nachläuft, sondern vorausgeht für sein Team. Gibt es Fragen noch dazu? Ja, dann danke ich euch, dass ihr dabei wart. Es ist aufgenommen, ich werde es dem Team zur Verfügung stellen. Alle, die heute nicht dabei waren, sind wahrscheinlich jetzt gerade mit Führungsaktivitäten unterwegs. Ich denke mal positiv in die Richtung. Und ja, ich wünsche euch ganz tolle Veranstaltungen. Teilt eure Erfolge aus euren Veranstaltungen an andere Leute, weil dann nehmen auch mehr teil bei euch und lassen sich in der Sogwirkung von euch mitziehen. Und ja, glaubt an euren Erfolg, geht's voran und ja, alles Gute, viel Erfolg und vielleicht sehen wir uns ja bald in Frankfurt oder bei der einen oder anderen Veranstaltung. Tschüss, schönen Abend, alles Gute.